Es funktioniert! Oh, das Licht ist ultra schlecht hier, aber das ist doch mein erster super Test. Jamie und ich gehen jetzt ins Kino und zwar gucken wir The Substance mit Demi Moore und Margaret Qualley. Ich mag die richtig gerne. Also alle drei. Jamie, Demi, Margaret. Und diese Kamera, Leute, es ist unfassbar. Ich habe das Gefühl, ich habe noch 1000 Vlogs offen, die ich schneiden müsste. Zuletzt habe ich in Rom gevloggt, aber irgendwie war der Trip an sich nicht so geil. Ich habe auf jeden Fall keine Lust, das zu schneiden. Und jetzt, weiß ich nicht, wollte ich eine neue Vlogging-Ära beginnen mit dieser geilen, ikonischen Kamera. Danke an Lukas, mein Chef, der mir die hier ausgeliehen hat. Ist das nicht geil? Lichter aus. So. Und los. Los geht's. Hello everyone. Und again, es ist wieder so dunkel. Aber gut. Wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ich mache mich jetzt fertig. Ich mich gleich mit einem Freund treffe. Und ich habe heute tätowiert. Ich hätte am liebsten die Kamera mitgenommen und ein bisschen da gefilmt. Ja, ich konnte sie noch nicht benutzen. Also ein Danke an Jamie, die mir ihre Micro-SD geliehen hat. Ich habe auch gestern seit Jahren, ja, so lange ist es jetzt auch noch nicht her, aber ich habe gestern seit sehr langer Zeit auch mal wieder ein Video geschnitten von mir. Und zwar ist es... Oh mein Gott, es ist der Rom-Vlog. Wow. Ja, ich glaube, den lade ich auch hoch. Der ist eigentlich doch ganz gut geworden. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass der einfach öde ist. Und es hat jetzt auch nicht so mega viel Spaß gemacht, den zu schneiden, bin ich ganz ehrlich. Aber, ah ja, doch. Schon ganz interessant. Ich erzähle halt viel, ne? Vor allem erzähle ich viel, wie scheiße der Trip ist. Ich war gestern Fingernägel machen. Oh mein Gott. Hier die andere Hand. Naja, jedenfalls, es ist so krass, diese Kamera steht gerade so weit unten und die hat mich, captured mich halt trotzdem komplett einfach, weil der Weitwinkel so extrem ist. Ich habe eigentlich noch eine Stunde, habe jetzt auch irgendwie nichts anderes zu tun. Boah, der Weitwinkel, der tut mir echt nicht gut, weil man sieht jetzt echt die ganze Zeit mein Zimmer und wie nicht so clean das gerade ist. Ja, was geht, Leute? Hannah ist back mit deutschen Videos. Ich mache jetzt kein Englisch mehr, weil... Ich weiß irgendwie, weiß auch nicht. Warum eigentlich nicht Deutsch? So, bin ich ja auch aufgewachsen mit der Sprache, ist ja jetzt auch, muss ich mir jetzt auch nicht für schämen. So, ich bin fertig. So sieht mein Gesicht jetzt aus. Wieder ein bisschen glossy, wieder ein bisschen normal. Mein Outfit. Naja, ist okay. Ja. Also so eine 1,90. And it's fun. Cute. Cute. Okay. Oh mein Gott, das ist aber auch schon ein bisschen 2015 Ding. Ich glaube, ich kann das nicht. Burger Vibe. Iconic. I love it. Nice, Mann. Die Bagels sind von Penny. Kann ich empfehlen. Besser als von Kaufland. Oder Rewe. Lecker. Es dauert unglaublich lange. That's my look. Oh mein Gott, ich fühle mich wie in so einem 90s Musikvideo. Ein bisschen Nudelsalat. Essen wir noch, bevor ich fahre. Ich muss noch ein Custom zeichnen. Beziehungsweise ich muss das ein bisschen überarbeiten, weil ich das morgen steche. Und ich habe morgen einen Kunden, der ist Künstler. Also, ja, vielleicht nicht, ob es jetzt ein bisschen zu viel ist zu sagen, einer meiner Lieblingskünstler, aber auf jeden Fall liebe ich seine Songs. Das ist insane. Deswegen. Da freue ich mich auch. Ich glaube, das wird ganz cool. Okay, ihr seid jetzt dabei, wie ich meine regelmäßigen Outfit of the Day Videos mache. Dafür nutze ich die Frontkamera und diesen tollen Octobody. Und der wird dann einfach dahin.
angeklebt. Dann drücke ich auf Start, so nämlich. Gehe ich halt einmal hier hoch. So, und dann pause ich immer so ein bisschen und lächle dann noch einmal süß in die Kamera. Und dann gehe ich zum Bus. So, heute ist Feiertag, ich hoffe. Es kommt auch einer planmäßig. Ich muss da jetzt nicht 1000 Jahre stehen bleiben. Ah, jetzt nur noch 5. Das finde ich definitiv in Ordnung. Leute, es hat einfach so unglaublich lange gedauert, zur U-Bahn jetzt zu kommen mit dem Bus. Weil, ja, 5 Minuten, nee, nix da, Alter. Das hat halt, ich habe da safe 15 Minuten noch gesessen und gewartet. Und dann habe ich jetzt gerade schon Panik bekommen im Bus, weil die irgendwas meinte mit Umleitung und so. Und dass die da und da nicht hält. Und ich so, oh, scheiße, ich muss mir ein Uber holen. Aber hab's geschafft. Ja, außer, dass ich die Bahn gerade verpasst habe. Scheiße, Mann. Es regnet ein bisschen. Und ich will weder, dass meine Haare nass werden, noch eigentlich, dass mein Schal nass wird. Was mich an dieser Kamera ein bisschen nervt, ich habe die ja jetzt schon ein bisschen mitgenommen. Ich finde die auf jeden Fall sehr lässig, weil ich habe halt immer noch so ein bisschen das Problem, dass, also ich weiß nicht, ich, seitdem ich 13 bin, filme ich mich und vlogge und mache Sachen und so. Aber sich selber in der Öffentlichkeit filmen, ist irgendwie immer noch ein bisschen awkward. Und ich finde es eigentlich ganz nice, dass ich die Kamera jetzt hier nicht ultra krass hoch so halten muss, um mich drauf zu bekommen und einigermaßen guten Winkel zu haben und so, sondern ich kann sie halt so ein bisschen close to my face halten, was ein bisschen mehr low-key ist und man sieht mich halt trotzdem, das ist ganz geil. Was mich aber nervt an der Kamera, wenn du die anschaltest, dann braucht die so ein paar Sekunden, bis die dann halt angeht und das finde ich ein bisschen unpraktisch, also ist jetzt vielleicht auch meckern auf hohem Niveau, aber gerade für mich, wenn ich so vlogge, dann muss ich halt eigentlich schnell manchmal meine Kamera zücken, kurz drauf losfilmen und dann wieder zumachen. Und wenn die dann halt immer irgendwie so, weiß ich nicht, 5 bis 7 Sekunden braucht, was jetzt nicht so lang klingt, aber ja, wir sind auch nicht nachgezählt. Also das schätze ich jetzt mal so. Es ist halt irgendwie kacke, dann manchmal ist dann der Moment auch schon vorbei. Das ist ein bisschen doof. Aber ansonsten finde ich die ganz geil. Deswegen wollte ich ein bisschen vloggen mal wieder. Also ja, ich habe einen infamous YouTube-Channel, wo ich halt so jedes halbe Jahr mal irgendwie was hochlade. Ist das von dir? Nee, Blume, nee, keine Ahnung, nee, weiß ich nicht. Das war nicht von gestern. Ich weiß nicht. Yes, viel Spaß. Danke. Little Coffee. Das wird heute gestochen. Endlich. Das ist eins von meinen Flashs und ist auch schon ein bisschen älter. Also ich weiß nicht, da ist noch nicht viel von weg. Manchmal poste ich die Sachen und Leute wollen das monatelang nicht. Und dann ist wie so, eine Person macht ein Appointment für ein Design von dem Flash-Sheet und auf einmal kommen noch so 6 weitere dazu. Good for me. Ah, mein Termin ist einfach eine halbe Stunde zu früh, which is a lot. Die waren so süß, die kamen da rein, die waren so, you're so beautiful. Und ich war so, nein, ihr seid doch so süß. Man nimmt dieses Stencil-Papier, macht das aus der Mitte raus. So, dann nimmst du den gelben Part von dem Papier und schiebst den hier durch diese Klappe. Dann klippst du das runter, kannst du das hochmachen. Dann packst du das in diese Lasche hier. Dann drückst du auf Copy. Ich ziehe das gelbe Papier immer noch so ein bisschen mit, so ganz leicht. Wenn das durch ist, kannst du schon auf Stopp drücken. Ich habe so ein Ding, dass ich da immer irgendwie einmal noch mal so drüber wischen muss, um sicherzustellen, dass irgendwie alles ja, von der Blaupause übernommen wird. Hast du da das Motiv? All my ships, I don't know if that's like a thing here. Yeah. We need to do more color. It's definitely really like space. That's a space. That's it. There are a few. So funny because I feel like everyone was just. It's like if I tell you, like, the difference between like this one versus this one here. Yeah, I guess so. So. They're they don't. Much. Never actually. No. It's just me. Ich bin fertig! Ah! Wir haben noch auch richtig gutes Light hier. Der Tattoo-Tisch
Termin, der war richtig cute. Also ich war erst kurz überfordert, weil die waren halt ein bisschen früh und die waren halt zu dritt. Und das fand ich ein bisschen viel, weil das auch so ein bisschen so yappy Girls waren. Also ich mag das voll, aber es war so ein bisschen a lot. Die anderen zwei sind dann aber gegangen und nur die, die ich dann tätowiert habe, letztendlich ist da geblieben. Und wir haben die ganze Session durchgeredet. Es war so wholesome. Wir hatten irgendwie voll viele Gemeinsamkeiten. Es war irgendwie sweet und das Tattoo hat auch richtig Spaß gemacht. Ja. It was really cute. I had a great time. Und jetzt werde ich halt noch ein bisschen aufräumen. Ich muss noch was zeichnen. Ich überlege, ob ich das hier machen soll. Vielleicht mache ich das einfach hier. Ich glaube, ich mache das hier. Ja. Okay, Leute. Ich habe mir gerade geil Partei bestellt. Und eine Suppe. Und das werde ich jetzt schnabulieren. Boah, über einen Klotz. Aber das ist richtig lecker. Meine Mitbewohnerin Lisa hat mir den Laden für Partei empfohlen. Und ich glaube, die Frau hat Ahnung von Partei. Das ist ihr Lieblingsessen. Ich schneide währenddessen gerade meinen Vlog weiter. Ja, ich hätte eigentlich viel mehr Lust, Reality-TV zu schauen und dabei das zu essen und dann halt so richtig wegzuranzen. Aber ich habe immer noch kein WLAN. Yay. Deswegen arbeite ich und schneide Videos. Aber es macht ja auch Spaß. Das Video ist einfach 25 Minuten lang. Und ich finde es ein bisschen zu lang. Ich habe meine Monologe so ein bisschen mehr candid gelassen als sonst. Und ich finde es irgendwie ganz interessant, aber it's a lot. Jedenfalls beende ich den Vlog an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hatte eine great time und ich fand es irgendwie sweet, euch mal ein bisschen so in meinen Alltag mitzunehmen, I guess. Also ich glaube, ich werde diesen, das klingt so komisch jetzt. Ich werde, glaube ich, ja, vielleicht einfach das ein bisschen mehr wie so ein Diary benutzen. Gerade mit der Kamera ist es so easy. Ja, let's see. Ich finde es irgendwie cute auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Ich weiß nicht, wann das nächste Mal sein wird. Hoffentlich ganz bald. Und bis dahin, lots of love. Stay hydrated. Und have a cute time. Und natürlich, subscribe. Ah, ist ja ganz klar. Ciao. So macht man das doch.